Die Mitte Europas im zweiten Jahrtausend. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als Deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an ein Jahrtausend deutsche Geschichte. Ein ruheloses Reich, zu klein, um über andere zu herrschen, und zu groß für die Balance der Mächte in Europa. Weltmacht sein, das will Kaiser Wilhelm. Und er setzt das Schicksal der verspäteten Nation aufs Spiel. Kiel im November 1918. Die Matrosen der kaiserlichen Marine meutern. Sie verlangen ein Ende des Weltkriegs und die Abdankung des Kaisers. Wilhelm II. Steht unter Druck. Auch die Reichsregierung verlangt seinen Rücktritt. Ich denke nicht daran, abzudanken. Majestät müssen handeln, und zwar schnell. Die Meuterei wird zum Aufstand. Arbeiter schließen sich den Matrosen an. Ich werde an der Spitze meiner Truppen in die Heimat zurückkehren und den Aufstand niederschlagen. Aus Hunderten werden Tausende. Generalfeldmarschall von Hindenburg. Was sagen Sie? Unmöglich. Ich muss abraten. Was? Warum? Die Armee ist unzuverlässig. Sie will nicht mehr kämpfen. Zuverlässige Soldaten sollen den Aufstand niederschlagen. Brüder, nicht schießen! Nicht schießen! Die Truppen stehen nicht mehr hinter euch. Das hier hält nicht mehr. Wollte Gott, es stünde anders. Vier Jahre schon dauert der Erste Weltkrieg. Millionen von Soldaten sterben auf den Schlachtfeldern, werden verwundet, verkrüppelt. Für die Deutschen ist die Lage an der Front und in der Heimat hoffnungslos. Dabei hatte der Kaiser seinem Volk einst herrliche Zeiten versprochen. Erst seit dem späten 19. Jahrhundert ist Deutschland geeint. Die Germania bei Rüdesheim am Rhein, sie soll daran erinnern, dass Kanzler Bismarck die Nation zusammengeschmiedet hat. Die neue, aufstrebende Großmacht in der Mitte Europas sorgt für Unruhe bei manchen Nachbarn. Zur Absicherung hat Bismarck das Reich mit Österreich-Ungarn verbündet. Mit Russland besteht ein geheimes Abkommen. Der Kanzler will das Gleichgewicht der Kräfte in Europa wahren. Das Reich genüge sich selbst. Das Berlin der Preußenkönige hat sich in Rekordzeit zu einer Weltstadt entwickelt, zum politischen Zentrum des Kaiserreichs. Eine boomende Stadt, die Jahr für Jahr Zehntausende von Zuwanderern anzieht. Auf ihre Prachtstraßen sind die Berliner besonders stolz. Um die Wende zum 20. Jahrhundert ist Berlin eine der modernsten Metropolen Europas. Man nennt sie Spree-Chicago.
Das Tempo der Hauptstadt, heißt es schon damals, sei atemberaubend. 1902 wird der erste Polizist zur Verkehrsregelung abgeordnet. Die Stadtbahn ist Europas erste Hochbahn überhaupt. Die Bevölkerung wächst rasant. Deutschland hat 1900 mehr als 56 Millionen Einwohner. Allein in Berlin leben 2 Millionen Menschen. Pickelhauben und Paraden. Das ist die Zeit, die man als die Wilhelminische bezeichnet. Benannt nach ihm, Kaiser Wilhelm II. Eine schillernde Figur, für die Größe alles bedeutet. Ein impulsiver Monarch, der Weltgeltung will für sich und sein Reich. Der mit der Macht spielt auf einem Spielfeld, das größer nicht sein kann. Ein Kaiser, den viele im Volk für den idealen Repräsentanten halten. Für die Deutschen im Wilhelminischen Kaiserreich hieß Deutsch sein, geeint sein, machtvoll sein, diese Macht auch nach außen darstellen zu können, einen glanzvollen Regenten zu haben, der im Ausland eine gute Figur machte. Man war, das darf man wohl so sagen, im Wilhelminischen Reich stolz, Deutscher zu sein. Wirtschaftliche und wissenschaftliche Höchstleistungen befördern das Reich mit hoher Geschwindigkeit ins 20. Jahrhundert. Made in Germany wird zum Gütesiegel. Und zum Machtfaktor. Die Kruppwerke in Essen entwickeln sich vom einfachen Gussstahlwerk zu einem Industriegiganten. Und zur Waffenschmiede der Nation. Wenn Wilhelm in den Westen seines Reiches reist, macht er gerne dort Station. Wie der Kaiser sieht sich auch der Unternehmer Friedrich Alfred Krupp als Garant des Aufschwungs. Beim Wettlauf der Großmächte um neue Märkte möchte auch er profitieren. Expansion benötigt allerdings große Mengen an Rohstoffen und neue Märkte. Keine Sorge, Krupp. Wir werden unseren Kolonialbesitz erweitern. Ich mache mir keine Sorgen, Majestät. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie, Deutschland, einen Platz an der Sonne verschaffen werden. Wilhelm will mitspielen im Konzert der Weltmächte, im Zeitalter des Imperialismus. Doch die Deutschen sind spät dran, die Kolonien weitgehend verteilt. 1898 erwirbt das Deutsche Reich einen Flottenstützpunkt in China. Deutschland will Flagge zeigen, teilhaben am lukrativen Weltmarkt. Pickelhauben in Tsingtau. Hastig klaubt der Kaiser die letzten kolonialen Krümel im Pazifischen Ozean auf, etwa in Samoa oder Palau. Wirtschaftlich gesehen sind die Kolonien eher ein Verlustgeschäft. Doch das Imperium ist, dank der afrikanischen Besitzungen, inzwischen fast 6-mal so groß wie das Mutterland. Wilhelm will mithalten. Um jeden Preis. Man kann dem Deutschen Reich nicht vorwerfen, dass es das gemacht hat, was alle anderen Großstaaten auch machen wollten und auch gemacht haben, nämlich von der Großmacht zur Weltmacht zu werden. Eine Weltmacht wie Großbritannien, mit dem Wilhelm eine Hassliebe verbindet. Seine Mutter ist Britin. Sie verachtet alles Preußische und betont oft Englands Überlegenheit. Wilhelm ist aber gern zu Gast in Osborne House auf der Isle of Wight bei seiner legendären Großmutter Queen Victoria. Er sieht sich als Mitglied der Königsfamilie. Ich bin auch Brite, sagt er. Aber er sah auch, dass das Deutsche Reich eben kein Empire hatte. Dass in dem deutschen Weltreich eben durchaus die Sonne unterging und nicht wie im britischen, wo die Sonne nicht unterging. Und das war so ein Konkurrenzverhältnis, was bedingt war, dass der Status, das Prestige beider Reiche einfach unterschiedlich war. Die Briten hatten eine Flotte, die Deutschen hatten keine. Das will der Kaiser ändern. Eine so schöne Flotte möchte ich auch einmal haben, sagt er. Schon als Kind träumt Wilhelm von riesigen Kampfschiffen unter deutscher Flagge. Victorias Nachfolger König Edward misstraut seinem marinebegeisterten Neffen. Bald wird er ihn als schärfsten Widersacher Englands bezeichnen.
Denn ab 1898 beginnt Kaiser Wilhelm mit dem Bau einer eigenen Flotte. Sein Planer wird der spätere Admiral Alfred von Tirpitz. Über 60 Schlachtschiffe sollen in nur 20 Jahren gebaut werden. Im Lieblingsspielzeug des Kaisers steckt politische Sprengkraft. Du immer mit deiner Marine. Dabei ist unsere Flotte verglichen mit der englischen doch eher bescheiden. Für Wilhelm ist dies aber nur eine Frage der Zeit. Mit Hilfe von Industriellen wie Krupp und Strategen wie Tirpitz. England sieht sich und das europäische Gleichgewicht durch den Flottenbau bedroht, fühlt sich herausgefordert vom Wilhelminischen Reich. Der selbsternannte erste Seemann der Nation, weiß er um die Risiken? Die Flotte stand auch für deutsche Weltpolitik, für Gleichrangigkeit mit der Seemacht England. Es war eine Illusion zu meinen, dass man das ohne Konflikt würde durchsetzen können oder meinte, einen solchen Konflikt leicht bewältigen zu können. Dieses Denken in den Kategorien des Prestige, der Ehre, der weltpolitischen Gleichberechtigung, das hat die deutschen Eliten der wilhelminischen Ära geprägt. Und insofern ist die Flotte eines der populärsten Projekte jener Zeit gewesen. Vor allem beim Bürgertum. Prachtvolle Häuser an den Boulevards der schnell wachsenden Städte zeugen vom Bemühen der aufstrebenden Schicht um Status und Ansehen. Die Flotte trage dazu bei, glaubt man. Denn die Propaganda der Marine macht selbst den Jüngsten deutsche Seemachtsträume schmackhaft. Viele Händler, Unternehmer und Beamte träumen mit und fühlen sich von ihrem Kaiser gut vertreten auf dem Weg zur Weltgeltung. Der gebärdet sich wie ein Alleinherrscher im Reich, obwohl es einen Kanzler und ein Parlament gibt, die ja laut Verfassung mitbestimmen. Wilhelm hat ja eine ganz interessante Mischung zwischen, sag ich mal, Größenwahn und Depression. Er sah sich eigentlich in der Rolle eines absolutistischen Monarchen, der von Gottes Gnaden in sein Amt eingesetzt ein persönliches Regiment führt. Er ist der Steuermann am Schiff Deutschland, der den Kurs bestimmt. Das war seine Rolle, die er spielte, auch das Selbstbild, was er zum Teil von sich hatte. Wo liegen die Ursachen für solchen Größenwahn? Schon in der Kindheit? Wilhelm ist seit seiner Geburt 1859 verkrüppelt, Folge eines ärztlichen Kunstfehlers. Der linke Arm hängt schlaff herab, er hat Schmerzen im linken Ohr und Gleichgewichtsstörungen. Die Eltern versuchen, den Makel des Thronfolgers zu beheben. Mit 4 Jahren wird Wilhelm in ein Streckkorsett gesteckt, um seine schiefe Kopfhaltung zu korrigieren. Eine Armstreckmaschine soll die Versteifung des Armes verhindern. Doch die rigorosen Behandlungen bringen nicht den gewünschten Erfolg. Auch die Elektrotherapie, die die Muskulatur des Armes stärken soll, hilft nicht. Sie wird aufgrund der, wie es heißt, nervösen Reaktion des Prinzen schließlich abgebrochen. Die Behinderung belastet die Beziehung zu seiner Mutter. Sein Arm verdirbt mir jede Freude und jeden Stolz, den ich an ihm haben sollte, schreibt sie in einem Brief an Wilhelms Großmutter Queen Victoria. Er wird nie männlich sein. Was vielleicht noch gravierender war als die körperlichen Belastungen, war die Tatsache, dass seine Mutter ihn deswegen praktisch nicht ins Herz schließen konnte. Sie hat sich immer geschämt, weil sie
diesen Sohn auf die Welt gebracht hatte. Das hat dazu geführt, dass Wilhelm sehr früh sich abgewendet hat von seinen liberalen Eltern und sich hingezogen fühlte zum preußischen Militär. Trotz seiner Behinderung entwickelt er sich zu einem passablen Reiter, wenn auch nur auf eigens zugerittenen Pferden. Und wird ein passionierter Jäger, solange man ihm das Wild vor die Flinte treibt. Wilhelm ist oberster Kriegsherr, befehligt eine hochmoderne Militärmaschinerie. Am liebsten spielt er den Feldherrn, wechselt bis zu 6-mal am Tag die Uniform. Alle Tage Maskenball. Gerne schlüpft der Kaiser für Kostümfeste in die Rolle Friedrich des Großen, des großen Kurfürsten und anderer Schlachtenlenker. Er liebte diesen Kostümspaß, aber dadurch entstand ein Eindruck, als ob nur die Uniform zählte. Und das ist Militarismus. Nicht in der erobernden Form, sondern in einer Art von permanentem Bühnenauftritt. Man trat als Militär auf und das Militär war der erste Stand im Staate, speziell aus der preußischen Tradition. Das war fatal. In Deutschland gilt der Rang beim Militär mehr als die Leistung im zivilen Leben. Kriegervereine und nationale Verbände geben den Ton an. Wer ausschert, macht sich verdächtig. Für Wilhelm war natürlich jeder Deutsche, der ihn nicht anhimmelte, der nicht zur Monarchie stand, der die Armee kritisierte, die Flotte kritisierte, überhaupt republikanisch war, ein schlechter Deutscher. Nicht nur deshalb ist des Kaisers Verhältnis zur Arbeiterschaft im Reich gespalten. Industriearbeiter beginnen sich zu organisieren, wollen nicht nur eine bessere Lebenshaltung und mehr Mitbestimmung, sondern auch eine politische Vertretung. Dafür steht die SPD. Die Feierlichkeiten am Sedanstag erinnern jedes Jahr an den Sieg deutscher Truppen über die Franzosen im Jahre 1870. Sozialdemokraten wie dem Schriftsetzer Philipp Scheidemann aus Kassel ist der Hurra-Patriotismus ein Dorn im Auge. Die Genossen haben sich die Verteidigung der Arbeiterinteressen auf die Fahne geschrieben. Und mehr Demokratie. Krieg dem Kriege! Lest den Vorwärts! Kommt in die Partei! Ihr Credo ist nicht Krieg, sondern Völkerverbrüderung. Hier. Wir wollen gleiches Recht für alle! Da haben Sie recht, meine Herr. Das ist revolutionär. Verschwindet bloß! Verschwindet, ihr Umstürzler! Für die Demokratie! Demokratie! Ja, für die Demokratie! Hier, Kumpel, wir geben den Arbeitern eine Stimme im Reichstag. Ja. Also ich glaube, ungeheuerlich ist das am Sedanstag. Ein Skandal ist das! Wissen Sie, wo uns Wilhelms Großmannszucht hinführt? Geradewegs in den Krieg! Ihr vaterlandslosen Gesell! Schlechte Patrioten zu sein, dieser Vorwurf wird die Sozialdemokraten noch lange begleiten. Für den Kaiser sind Sozialdemokraten, Zitat, eine Rotte von Menschen, nicht wert, den Namen Deutscher zu tragen. Er ist zwar bereit, die soziale Situation der Arbeiter zu verbessern, doch politischen Protest wertet er als Angriff auf seine Person und damit die Nation. Die Sozialdemokratie will natürlich partizipieren. Sie wollen eine parlamentarische Monarchie. Sie können sich durchaus mit einer Monarchie, zumindest der rechte Flügel, anfreunden. Aber sie wollen Einfluss haben über das Parlament. Und genau das wird ihnen verwehrt. Es verharrt in dem alten Zustand des Jahres 1871. Und das ist für sie nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr akzeptabel. Und dafür finden sie Zuspruch. Millionen schließen sich der SPD und den Gewerkschaften an. Die Sozialdemokratie wird mit den Jahren zur stärksten Kraft im Reichstag. Innenpolitisch droht dem Kaiserreich damit die Spaltung. Nationale Monumente wie das Kyffhäuser-Denkmal zeugen vom Bemühen, die Einheit Deutschlands zu beschwören und das Kaiserreich zu festigen. Mit einer kraftvollen Weltpolitik will man von inneren Spannungen ablenken.
Der Kaiser wählt dabei nicht den Weg der Diplomatie. Forsch will er auftreten in aller Welt. Im Sommer 1900 kommt es in China zum sogenannten Boxeraufstand gegen die westlichen Kolonialherren. Als auch der deutsche Gesandte in Peking ermordet wird, will Wilhelm den Europäern zeigen, wie man sich Respekt verschafft. Beim Abschied deutscher Truppen, die den Aufstand niederschlagen helfen sollen, fordert er seine Soldaten zu brutalem Vorgehen auf. Die sogenannte Hunnenrede wird in die Geschichte eingehen. Und kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen. Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, so möge der Name Deutscher in China in einer solchen Weise bekannt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen. Die Reichsregierung kann nicht verhindern, dass die Worte des Kaisers um den Erdball dröhnen. Die Soldaten scheinen ihm beim Wort zu nehmen. Aber auch die Truppen anderer Mächte gehen brutal gegen die Boxer vor. Doch Wilhelms Rede prägt das Bild der Deutschen in der Welt. Der Kaiser redet oft und gerne. Kriegerisch, überheblich, nassforsch. Und wird zunehmend zum diplomatischen Risiko. Und wer uns zu nahe tritt, der beißt auf Granit. Es war eine Zeit der ungeheuer männlichen Kraftsprüche, hinter denen gar nicht so viel böse Absichten standen. Aber diese Kampfmetaphern sind natürlich überall. Und manchmal gehen die Kampfmetaphern über in die Kampfvorbereitungen. Und dann wird's gefährlich. In Berlin regt sich bald parteiübergreifend Kritik am persönlichen Regiment des Kaisers. Im Reichstag sind die Sozialdemokraten seit 1912 die stärkste Fraktion. Der Abgeordnete Philipp Scheidemann wettert gegen die Großmannszucht des Kaisers. Wir haben Milliarden über Milliarden ausgegeben für unsere Flotte. Ungeheure Summen für unser Heer. Und was war das Ergebnis der deutschen Weltpolitik? 0,0. Stattdessen Blamagen auf der ganzen Linie. Ich erinnere Sie an die Hunnenrede. Was glauben Sie denn, wie das im Ausland ankommt, wenn bei uns unausgesetzt Kriegsgelüste propagiert werden? Ich sage, Schluss mit dieser Politik der gesträubten Schnurrbartspitzen. Was wir brauchen, sind Bündnisse mit England und Frankreich, nicht Konfrontation. Doch das Ringen um den Platz an der Sonne wirft längst Schatten auf Europa. Das Machtgefüge auf dem Kontinent hat sich verändert. England hat Allianzen mit Frankreich und Russland gebildet. Deutschland gerät zwischen zwei Fronten. Ein Bündnis mit England könnte sie aufbrechen. Aber seit 1906 liefern sich die beiden Reiche im Flottenbau ein beispielloses Wettrüsten. Im August 1908 treffen sich Wilhelm und der britische König zu Gesprächen im Schloss Friedrichshof bei Kronberg. Viel erhofft sich Edward der Siebte nicht von dieser familiären Begegnung. Herein! Seine Majestät, König Edward der Siebte. Onkel Bertie, I'm so pleased to see you. Really good to see you too. Du kennst ja schon länger meinen Unterstaatssekretär, Sir Charles Harding. Eure Majestät, Ihre erneute Flottenverstärkung bereitet uns gewisse Sorgen. Wir brauchen die Flotte zum Schutz unseres rapiden Handelswachstums. Das englische Volk fürchtet, es könnte zum Krieg kommen. Ach, Unsinn! Gespensterseherei! Ich würde jeden Versuch, die deutsche Flottenrüstung zu beschränken, als Kriegserklärung auffassen. Und mit Granaten beantworten. Der Kurs des Kaisers führt dazu, dass Deutschland nur noch Österreich-Ungarn als sicheren Bündnispartner hat. Schon spricht man in Europa von einem großen Kräftemessen und meint damit den Krieg.
Als 1913 zur Hochzeit der Kaisertochter Victoria Luise die gekrönten Häupter noch einmal in Berlin zusammentreffen, arbeiten ihre Generalstäbe längst an Aufmarschplänen. Das zeigte noch einmal die Welt des alten Europas versammelt, aber die familiären Kontakte der europäischen Monarchen untereinander, sie waren ja fast alle miteinander verschwägert und verschwistert, haben den Weg in die Katastrophe letztlich nicht verhindern können. Die Zeit der Dynastien ist zu Ende. Es geht um nationale Interessen. Und so trügen diese Bilder. Denn längst denken deutsche Militärs darüber nach, wie das Reich einen möglichen Zwei-Fronten-Krieg bestehen kann. Und sie wollen im Konfliktfall anderen zuvorkommen, Frankreich rasch bezwingen, um sich dann mit allen Kräften Russland zuzuwenden. Doch wie nah ist der Krieg? Der Balkan gilt als Pulverfass Europas. Die bosnischen Serben wollen sich aus dem Habsburgerreich herauslösen und stellen damit die Donaumonarchie in Frage. Am 28. Juni 1914 erschießt ein serbischer Nationalist in Sarajevo den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau. Das Attentat kommt manchen Scharfmachern in Wien und auch Berlin gelegen. Trotz der Gefahr, Russland, den Bündnispartner Serbiens, gegen sich aufzubringen, will Österreich mit den Serben abrechnen, seine Vorherrschaft auf dem Balkan sichern und baut dabei auf die Treue des deutschen Bündnispartners. Kaiser Wilhelm gibt sich zunächst angriffslustig. Als sein Botschafter in Wien zur Mäßigung rät, kommentiert er zornig: Mit den Serben muss abgerechnet werden. Jetzt oder nie. 5. Juli 1914. Österreichs Kaiser Franz Josef schickt einen Gesandten zu Wilhelm II. Wien will Krieg gegen Serbien und bittet um Rückendeckung aus Berlin. Im neuen Palais stellen Kaiser und Kanzler einen Blankoscheck aus. Deutschland wird Österreich im Krieg zur Seite stehen. Deutschland hat Österreich ermutigt, scharf gegen Serbien vorzugehen und dabei ganz bewusst auch einen Krieg mit Russland, ja möglicherweise mit England in Kauf genommen. Dass Frankreich mit dabei sein würde, das war ohnehin klar. Doch als Serbien wider Erwarten ein Ultimatum der Österreicher akzeptiert, will Wilhelm auf einmal doch lieber Frieden. Damit fällt jeder Kriegsgrund fort, schreibt der Kaiser nach Wien. Doch beherrscht er noch die Lage? Wilhelm war auf deutscher Seite sicherlich die Person, die im Juli 1914 am wenigsten den Krieg wollte. Und er war am ehesten bereit, diesen Krieg zu verhindern. Und er sah am wenigsten die Notwendigkeit, auch nach der Antwort Serbiens, jetzt noch Krieg zu führen. Andere waren viel entschlossener, vor allen Dingen der deutsche Reichskanzler, Bethmann Hollweg, aber partiell auch die Militärs. Wilhelm konnte sich nur nicht durchsetzen, wie so oft. Am 29. Juli 1914 eröffnen österreichische Geschütze vom Donauufer aus die Kanonade auf Belgrad. Die Antwort des Hauses Habsburg auf die Schüsse von Sarajevo. Europa taumelt in den Krieg. Und keine Macht verhindert ihn. Es ist der Marsch in die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Der Kaiser hofft, seine familiären Bande zum russischen Zaren könnten die Katastrophe noch verhindern. Die beiden Cousins, Willi und Niki, wie sie sich nennen, schicken sich eilige Telegramme und Briefe. Doch als Russland erst gegen Österreich, dann gegen Deutschland mobil macht, scheint der große Krieg nicht mehr abwendbar. Deutschland fühlt sich eingekreist. Tatsächlich hat es sich selbst ausgekreist. Dennoch, es ist der Reichstag, der die Mittel für das Militär bewilligen muss. Philipp Scheidemann, Fraktionsvorsitzender der SPD, befindet sich mit seinen Genossen im Zwiespalt. Soll die Friedenspartei dem Kaiser die Kriegskredite bewilligen oder nicht?
Im Gegenteil. Wir müssen jetzt die internationale Solidarität herstellen. In allen Ländern die Arbeiter zu Aufständen gegen den Krieg aufrufen. Das ist die Losung des Augenblicks. Wir müssen zwischen Angriffskrieg und Verteidigungskrieg unterscheiden. Wir übernehmen nicht die Verantwortung für den Krieg, wohl aber für die Verteidigung unseres Landes. Ganz genau. Niemand soll länger sagen können, wir seien vaterlandslose Gesellen. Wir müssen aber auch unser Land verteidigen. Die SPD will zeigen, dass das Deutsche Reich auch ihr Vaterland ist. Ein Ziel der deutschen Politik in der Julikrise war, Russland als den Angreifer Deutschlands hinzustellen. Und das war der Grund, warum die Sozialdemokraten sich nun bereit erklärten, für die Kredite zu stimmen. Wenn sie den ausbrechenden Krieg als deutschen Angriffskrieg empfunden hätten, hätten sie das nicht getan. Als die Nachricht von der russischen Generalmobilmachung eintrifft, versammelt sich eine jubelnde Menschenmenge vor dem Berliner Schloss. Sie warten auf eine Reaktion des Kaisers. Seine Generäle fordern die Kriegserklärung. Noch hoffen sie auf einen schnellen, begrenzbaren Konflikt. Wilhelm sieht keinen Ausweg. Ich habe den Krieg nicht gewollt, wird er später sagen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Katastrophe bis zum Mittag des 1. August 1914 noch aufzuhalten gewesen wäre, theoretisch, wenn die Staatsoberhäupter den Charakter besessen hätten, zu sagen, nein. Wilhelm II. Hätte die Autorität besessen. Wenn Wilhelm II. Gesagt hätte, wir erklären den Krieg nicht, wäre niemand in der Lage gewesen, diesen Entschluss rückgängig zu machen. Er war der Kaiser. Er war der letztlich entscheidende Mann. Am 1. August 1914, nachdem das Reich Russland den Krieg erklärt hat, verkündet der Kaiser vom Balkon des Berliner Schlosses aus die deutsche Generalmobilmachung und beschwört den Zusammenhalt der Deutschen. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande. Dem Reichstag schärft der Kaiser ein, er kenne keine Parteien mehr, er kenne nur noch Deutsche. Der Großteil der Bevölkerung wird von Kriegsbegeisterung erfasst. August-Erlebnis nennt man später diese nationale Hochstimmung. Viele glauben, dass es nur ein kurzer Krieg sein wird. Der Krieg hat zunächst eine Zusammenschweißung der Deutschen bewirkt. Man fühlte sich bedroht, man fühlte sich in der Notwendigkeit, das Vaterland zu verteidigen. Und der Krieg hat zunächst eine unglaubliche Euphorie hervorgerufen. Die Deutschen fühlten sich so einig wie niemals zuvor. Anfang August steht Deutschland mit den Großmächten Russland, Frankreich und England im Krieg. Der technische Fortschritt macht ihn zu einem Massensterben. Zum ersten Mal wird Giftgas eingesetzt. Dem raschen Vordringen der deutschen Truppen in den ersten Wochen folgt im Westen ein zermürbender Stellungskrieg. Die Fronten bewegen sich kaum. Allein die Schlacht von Verdun fordert 700.000 Tote und Verwundete. Als im August 1916 Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und General Erich Ludendorff die oberste Heeresleitung übernehmen, kommandieren sie nicht mehr nur Soldaten. Sie greifen nach der Macht im Staat. Nicht mehr auf den Kaiser, sondern auf Hindenburg, der im Osten Siege errungen hat, richten sich die Hoffnungen der Nation. Ich und die Armee, wir gehören zusammen, hatte Wilhelm bei seiner Thronbesteigung gesagt. Doch er ist der Rolle des obersten Kriegsherrn nicht gewachsen, tritt hinter seine Militärs zurück. Nur die Fassade des souveränen Monarchen wird aufrechterhalten. Seine Majestät dürfen Orden verteilen. Der Kaiser selbst wird immer mehr an den Rand gedrängt. Und in den letzten Monaten und eigentlich in den letzten Jahren des Krieges ist er kaum noch präsent für die Mehrheit der Deutschen.
Als 1917 die Revolution in Russland den Zaren zur Abdankung zwingt und die Bolschewisten die Macht übernehmen, ist der Krieg im Osten zu Ende. Hier diktieren zunächst die Deutschen die Bedingungen für einen harten Frieden. Sie wollen Gebiete im Osten annektieren, nicht nur als Faustpfand. Alles lief darauf hinaus, die deutsche Großmachtposition zu festigen. Es gab unterschiedliche Varianten von Kriegszielpolitik. Die radikalsten wurden von den Alldeutschen, von Kreisen der Schwerindustrie, überhaupt von der deutschen Rechten vertreten, bis hin zu riesigen Eroberungsprogrammen in Osteuropa, einschließlich Eroberung von Lebensraum. Aber das ist nicht mehr jener Krieg, den die Reichstagsmehrheit unterstützt hat. Nicht nur radikale Sozialisten wie Karl Liebknecht fordern einen Frieden ohne Annexionen. Die Untertanen seiner Majestät sind ohnehin kriegsmüde. An der Heimatfront tobt der Kampf ums tägliche Brot. Etwa 700.000 Menschen, vor allem Alte und Kinder, werden bis Kriegsende an Krankheiten und Hunger sterben. Im Westen bricht die Front zusammen. Im Sommer 1918 ist das deutsche Heer am Ende. Im September erklärt die Heeresleitung, die Fortführung des Kampfes sei aussichtslos. Und sie nötigt den Kaiser, einem parlamentarischen Regierungssystem zuzustimmen, um Friedensverhandlungen mit den Westmächten zu erleichtern. Fast über Nacht erhält das deutsche Volk eine Demokratie von oben. Der Krieg hatte eine Situation herbeigeführt, die die deutsche Rechte hatte vermeiden wollen. Jetzt wurde Deutschland eine Demokratie, übernahm, wie es dann hieß, die Staatsform der Siegermächte. Ein undeutsches System, das wurde ein Schlachtruf der nationalistischen Rechten während der gesamten Weimarer Republik. So kurz vor Kriegsende gibt die Marineleitung der Flotte auf einmal den Befehl, die letzte große Schlacht zu schlagen, um der Ehre willen. Wilhelms stolze Flotte hat sich im Kampf gegen die britische Übermacht als nutzlos herausgestellt. Von wenigen Gefechten abgesehen, lagen die Schiffe fast den ganzen Krieg lang untätig im Hafen. Die kriegsmüden Matrosen meutern. Die Truppen haben den Befehl, sie aufzuhalten, notfalls mit Waffengewalt. Brüder, nicht schießen! Feuer! Es ist der Startschuss zur Novemberrevolution. Wie ein Flächenbrand breitet sie sich binnen weniger Tage in ganz Deutschland aus. In den meisten größeren Städten übernehmen Arbeiter- und Soldatenräte die Macht. Am 9. November erreicht der Aufstand Berlin. Die Reichsregierung unter dem neuen Kanzler Max von Baden fürchtet eine Revolution wie in Russland und bittet den Kaiser abzudanken. Der befindet sich an diesem Tag in seinem Hauptquartier in Belgien. Obwohl ihm auch seine Offiziere versichern, dass alles vorbei ist, weigert sich Wilhelm II. Bis zuletzt auf den Thron zu verzichten. Auf Druck der Straße verkündet der Kanzler am Mittag des 9. November der Welt eigenmächtig die Abdankung des deutschen Kaisers und übergibt den Sozialdemokraten die Regierung. Die Führungsspitze der Partei sitzt gerade im Reichstag bei einem späten Mittagessen, als eine Kurzschlussreaktion Geschichte macht. Genosse Scheidemann! Genosse Scheidemann, draußen stehen Tausende. Komm schnell, du musst reden, du musst etwas sagen. Karl Liebknecht will vom Schloss aus. Er will vom Schloss aus die Sowjetrepublik ausrufen. Was? Jetzt. Dann rede ich. Spontan ruft Philipp Scheidemann die erste deutsche Republik aus. Arbeit und Soldaten. Unsichtbar waren die vier Kriegsjahre. Ein gewagter Schritt, der den Weg zur Demokratie ebnet. Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden.
Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Am Anfang hat die erste Deutsche Republik die Mehrheit der Bürger und Parteien hinter sich. Denn auch der Wille zur Demokratie hat in Deutschland Tradition. Doch die demokratische Verfassung scheitert in der Krise. Die Nazis verheißen den Deutschen neue Größe und ein tausendjähriges Reich, das über die Welt herrschen soll. Der trügerische Schein eines verbrecherischen Regimes, das Europa an den Abgrund führen wird. Niederlage und Befreiung im Mai 1945. Nie wieder soll von deutschem Boden Krieg ausgehen. Doch ein Teil der Deutschen wird schwerer an den Folgen der Vergangenheit zu tragen haben. Am 17. Juni 1953 protestieren die Menschen in der DDR gegen die kommunistische Diktatur. Steine gegen Panzer. Das SED-Regime sperrt die Menschen nur wenige Jahre später ein. 1961. Die Mauer betoniert die Spaltung der Deutschen, doch sie eint auch in dem Willen, den steinernen Wall zu überwinden. Es sind die Deutschen im Osten, die in einer Zeit neuer Öffnung mit der friedlichen Revolution die Diktatur zu Fall bringen. Sie machen wahr, was in den Jahrhunderten zuvor nie erreicht werden konnte. Einheit in Freiheit und Frieden. Doch auch die Vielfalt hat in Deutschland eine Tradition, die es zu wahren und zu schätzen gilt. Und es sind viele Wege, die in das geeinte Deutschland führen. Über alle Höhen und Tiefen der Geschichte. Der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, kann und will ich nichts widerrufen. Das Reich ist heilig. Sacrum Imperium.